Moin zusammen zu einem neuen Video. Und zwar starte ich heute mit Faltoniano einfach mal so ohne großes Geschnack vorneweg. Und ja, wir sind schon Schritt geritten, sind schon ein bisschen getrabt. Ich mache jetzt den zweiten Teil der Lösungsphase, habe ich gerade mit angefangen. Er war soweit den Tag eigentlich ganz locker. Ein bisschen diskutieren muss man bei ihm immer, weil er nicht so ganz rittig ist. Aber es ging an dem Tag eigentlich. Die Sonne hat so ein bisschen ihr Übriges getan, auch wenn der Wind wirklich eiskalt irgendwie wehte. Das war wirklich nicht nett. Weil man eigentlich schon so in Frühlingsstimmung ist und dann, naja, ihr kennt das. Ja, wie ihr seht, Falto jetzt schon locker seine Runden. Wir fangen jetzt schon an mit Zirkel. Das war im letzten Video noch nicht der Fall, dass wir Zirkel geritten sind. Wenn wirklich ganz, 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 ganz groß oder mal durch die ganze Bahn wechseln. Das war, glaube ich, die kleinste Wendung, die ich bis dahin geritten bin. Ja, jetzt ist schon mal ein Zirkel dabei und auch mal so ein bisschen Galopp schon mehr. Ja, wir haben uns jetzt eigentlich so weit immer rangetastet, dass wir auch so ein bisschen an den Außengalopp kommen. Ihr seht, dass der Durchsprung da einfach so ein bisschen fehlt. Also da fehlt ihm einfach jetzt noch die Kraft, das wirklich so zu halten und da fleißig weiter zu galoppieren. Da müssen wir einfach jetzt ran, dass er wirklich langsam Kraft bekommt und dass man da vorsichtig rangeht. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen zugelegt vor der Wendung, also vor der quasi kurzen Seite. Und da springt er mir dann schon ein bisschen besser durch, weil er einfach ein bisschen mehr Schwung dann hat. Bin dann gleich wieder auf die Diagonale quasi, habe die Hand gewechselt, in den Handgalopp entlassen, weil ja, es ist natürlich jetzt im Moment mit dem Galopp muss man so ein bisschen sparsam umgehen, dass er schön motiviert bleibt und dass er auch hält. Das ist erstmal so mein wichtigstes Anliegen eigentlich. Ja, gehe dann wieder ins Leichttraben, hole ihn mir wieder so ein bisschen zusammen, stelle ihn so ein bisschen links und rechts. Das brauche ich einfach, der wird sonst super schnell fest im Hals. Und dann versuche ich jetzt schon mal so ein bisschen Tritte verlängern abzufragen. Das war das erste Mal seit, ja, ich glaube schon wieder 2 Monaten, dass ich das gemacht habe. So, jetzt nochmal wieder ein bisschen deutlicher. Und da sieht man schon, dass er jetzt schon so ein bisschen mehr Kraft bekommen hat. Zwar drückt er noch so ein bisschen gegen, aber das braucht einfach seine Zeit. Und die bekommt dann natürlich auch, ja, so mehr will ich ja gar nicht von ihm. Das bisschen Tritte verlängern hat mir schon wieder völlig gereicht. Kurze Schrittpause so zum Verdauen, Kraft wieder sammeln, weil die Kraft ist einfach noch nicht da, jetzt irgendwie noch da lange rumzureiten. Das muss man sich dann einfach so ein bisschen einteilen bei ihnen im Moment und das so ein bisschen, ja, klug managen. Ja, dann habe ich nochmal die Hand gewechselt und mache nochmal ein paar Tritte rückwärts richten. Also halten, nicht mal der Schritt halten, dann Schritt halten, rückwärts richten, dann daraus wieder anreiten. Das sind einfach so Durchlässigkeitsfragen noch in der Lösungsphase, wo ich das dann einfach immer wieder mit einbaue, weil ich brauche, tue ich es eh irgendwann und dann kann ich das schon gut damit einbauen und mache ihn damit schön locker. Ja, so aus dem Schritt können wir mittlerweile auch schon wieder angaloppieren. Das ist, ja, übe ich ungefähr, ich glaube, zweimal überhaupt, also einmal links, einmal rechts, einmal abfragen, fertig ist. Mehr machen wir da im Moment wirklich nicht. Was mich jetzt im Moment so ein bisschen an mir selber annervt, ist eigentlich, dass meine Hände immer so ein bisschen tief sind. Da muss ich auch wieder sehr, sehr an mir arbeiten, dass ich einfach wieder so ein bisschen in aufrechtere Positionen komme, dass ich selber auch ein bisschen mehr Kraft bekomme wieder, um meinen Oberkörper ruhig zu halten. Und ja, gehe dann jetzt einfach schon mal auf eine freie Linie im Galopp, versuche ihn da auch schön gerade zu halten. Und das klappt eigentlich schon alles sehr, sehr gut. Klar macht er sich noch so ein bisschen schief und so, aber das sind einfach so Sachen, ja, da kann man jetzt nicht so viel erwarten, weil er ja zwischendrin auch schon wieder 4 Wochen stand wegen 3 Hufabszessen. Und jetzt geht es langsam los mit der Arbeitsphase. Ja, habe ihm nochmal davor eine schöne Schrittpause gegönnt und hole ihn mir jetzt schön ran ans Kreuz. Man sieht auch, dass er einfach so ein bisschen aufgerichteter ist, noch ein bisschen mehr zusammen ist und der Trab einfach noch so ein bisschen, ja, ausdrucksvoller ist oder wie man das nennen will. Also er hat ja sowieso schon einen schönen, schwungvollen Trab, aber jetzt ist halt alles noch so ein bisschen geschlossener. Ich sitze einfach auch ein bisschen besser dran und versuche mich da auf meine rechte Körperhälfte, die einfach im Moment so ein bisschen ihr Eigenleben führt, zu konzentrieren. Das klappt mehr oder minder gut und ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil das ist im Moment läuft das eigentlich so. Also er macht sich im Moment zwar fest, aber dann macht man ihn wieder ein bisschen locker, reitet ein paar große Wendungen. Also vor zurück machen wir zum Beispiel im Galopp auch noch gar nicht. Das ist so im Moment der Stand, wie es aussieht. Also ein paar Tritte verlängern. Ein paar Meter sind gut drinne, im Galopp noch gar nicht. Ein bisschen Außengalopp und mehr brauchen wir im Moment noch gar nicht. Ja, jetzt seht ihr das an den Abspann schon, dass er da mir sehr gut zugehört hat, dass er schon schön trabt und da sind jetzt nochmal 2, 3 Tritte bei, wo ich wirklich auf Wolke 7 geschwebt bin und danach auch Feierabend gemacht habe, weil das reichte für den Tag allemal.
Ja, ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dahin.